Schluss mit Bodyshaming. Das frisch gebackene Germany's Next Topmodel Toni hat die Nase voll von Bodyshamern und macht auf Instagram ihrem Ärger Luft. Der Hintergrund? Comedian Caroline Kebekus hat in ihrer Sendung Pussy Terror über Germany's Next Topmodel hergezogen und vor allem abfällige Bemerkungen über die zu schlanken Figuren der Teilnehmerinnen gemacht. Das war eindeutig zu viel für die 18-jährige Toni. In ihren Insta-Stories postete sie nun unter anderem: Liebe Caroline Kebekus, ich war sehr lange Zeit Fan von dir. Und jeder, der dich kennt, weiß, dass du kein Fan von GNTM bist. Aber wusstest du, dass Bodyshaming nicht nur in eine Richtung geht? Ein Mädchen, was zu Hause sitzt und sich denkt, sie ist nicht schön, weil sie nicht dünn ist, ist genauso traurig wie ein Mädchen, das zu Hause sitzt und denkt, sie ist krank, weil sie dünn bzw. ein normales Gewicht hat. Starke Worte, die vielleicht zum Umdenken anregen. Weiter erklärte die Siegerin der 13. GNTM-Staffel aufgebracht: Niemand hat das Recht zu sagen, dass ein anderer Mensch nicht normal ist, weil er dick oder dünn ist. Euer Körper ist perfekt, wenn ihr euch wohlfühlt und eure Gesundheit nicht darunter leidet. Klare Worte, mit denen sie einigen Fans bestimmt aus der Seele sprach. Eine Antwort von Caroline Kebekus selbst auf die Kritik gibt es bislang übrigens nicht.